Hallo und herzlich willkommen zu dem Vorstellungsvideo von den vier neuen DLC-Dinosauriern. Das hier ist der erste von den vieren, nämlich der Australovenator. Oh, der ist so mittelgroß bis klein, würde ich sagen. So in Richtung Herrerasaurus geht er ungefähr von der Größe. Der hat auch echt eine schöne Maserung. Ich glaube, der arbeitet sehr viel mit seinen Klauen, wenn er jagt. Aber das werden wir gleich auch noch ein bisschen testen. Das war jetzt einmal die Sozialisieren-Animation. Gefühlt von allen gleichzeitig, weil die alle irgendwie mitgemacht haben. Ich glaube, hier sehen wir sie gerade nochmal. Oh, der ist sogar ganz rot geworden. Jetzt sehen wir gleich eine richtig coole Animation. Der stützt sich da halt wirklich mit dem vollen Körper da rein. Hier könnt ihr die Animation jetzt nochmal besser sehen. Diesmal mit einem Hummerlozefalle. Ist aber die gleiche Animation wie bei der Ziege. Die Animation, die jetzt gleich kommt, die finde ich auch richtig cool. Achtet dann mal auf die Klaue von dem Australovenator. Er sticht die halt voll in den Kopf von dem Archaeornithimimus. Einmal gucken wir uns das noch an. Wir schauen uns jetzt auch noch mal an, wie er Menschen killt. Jetzt nicht die spannendste Animation, muss man sagen. Aber es ist trotzdem cool, wie er so springt. Guck mal, er legt sich direkt daneben. Das finde ich auch mega cool, wie er sich hinlegt. In dem Species Viewer können wir jetzt nochmal kurz die Skins durchgehen. Ich werde jetzt nicht ganz alle durchgehen, aber damit ihr zumindest einmal die Farben gesehen habt ungefähr. Gehe ich einmal hier so mit der Maus rüber. Da gibt es dann halt wirklich wieder viel, viel Auswahl. Die Maserung ist echt cool, ne? Gerade die blaue gefällt mir richtig gut. Da kann man bestimmt coole Kombos mitmachen. So weiß-blau und dann im Schnee. Dann noch mit der orangenen Nase. Das sieht schon nice aus. Natürlich auch klassisch rot. Sieht cool aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht alles cool aus. Da gibt es bestimmt viele Kombinationsmöglichkeiten. Die ist auch nicht schlecht, so für den Dschungel. Und das hier ist der Styxosaurus. Der hat wirklich einen extrem langen Hals. Und auch eine richtig coole Farbe. Die Streifen sehen so cool aus. Die leuchten übrigens auch im Dunkeln. Zumindest teilweise. Also diese blauen hier auf jeden Fall. Der Skin ist relativ ähnlich, aber der hier ist nochmal ein bisschen anders. Gibt es auch wieder viele verschiedene Skins. Und man sieht das sogar im Schatten, dass es schon leicht leuchtet. Das ist ja cool. Der will gerade ausbüchsen. Ist auch eine neue Animation, wenn sich die Wassersaurier unwohl fühlen. Die Streifen sehen schon cool aus. Geräuschkulisse ist auch cool, wie die schreien.
Oh, der jagt Fische gerade. Krass, mit seinem langen Hals hat er zugeschlagen. Jetzt könnt ihr das Ganze auch mal bei Nacht sehen. Die Streifen leuchten hier wirklich. Die hier leuchten zum Beispiel in Gelb. Und die sind auch weiß. Sieht schon abgespaced aus. Wie cool der da lang schwimmt. Viel besser man den mittlerweile beobachten kann durch die Galerie. Das ist echt schön. Oh, jetzt greifen sie sich an. Aber es sind leider die ganzen gleichen Animationen wie zum Beispiel bei dem Elasmo oder dem Atemborosaurus. Auch hier schauen wir uns nochmal ganz schnell die Skins an. Wobei ich sagen muss, der hier sieht auch schon cool aus. Aber ich habe mal einmal da so rüber. Seht ihr die Hautfarben und dann die Streifenfarben. Wieder super farbenfroh. Das ist echt krass. Da kann man auch wieder so viele coole Kombos machen. Das hier ist der Alamosaurus. Der ist wirklich mächtiger, als ich ihn erwartet hätte, bin ich ehrlich. Der ist nicht nur riesig, sondern auch echt massiv. Alter, der ein Hals. Krass. Guckt euch das Monster an. Und dann hier diese Platten und Stacheln überall. Optisch wirklich ein mega Hingucker. Ich glaube, ich lasse gleich nochmal einen Brachio frei. Ich will mal den Größenvergleich wissen. Aber der sieht ja schon mal sehr cool aus. Im Hintergrund habe ich gerade mal den Brachio freigelassen. Ich glaube, man sieht schon ganz gut, dass der Brachio noch ein ganz kleines Stück größer ist. Von der Höhe zumindest. Aber der ist natürlich wesentlich schlanker als jetzt hier der Alamosaurus. Der hat auch eine sehr tiefe Stimme, wenn er schreit. Was für ein Timing gerade. Genau dann geschrien, als ich es gesagt habe. Sauropoden sind ja meist von den Animationen nicht so spannend. Sind halt eher gemächlich und träge. Das ist auch relativ Standard, ne? Da stellen sich eigentlich fast alle Sauropoden hin. Mächtig dieser Hals aussieht. Das ist mega krass. Jetzt legt er sich hin. Sieht aber gemütlich aus. Jetzt steht er wieder mit einem Schwung auf. Und auch hier schauen wir nochmal in die Skins. Oh, die kann man sogar so richtig rötlich machen.
Der hat auch wieder richtig schöne Farben. Ja, die Maserung ist eher da oben am Kopf. Hier so, da oben. Aber da können wir auch schon knallige Farben machen. Finde ich auch cool. Haben wir noch irgendwelche Animationen, die wir noch nicht gesehen haben? Ja, der kann sich so strecken sogar noch. Oh, wie süß. Kratzt er sich am Bein? Und das ist der Barbaridactylus. Ist ganz schön schnell rausgeflitzt. Eine interessante Kamerafahrt, so von hinten mal. So, jetzt können wir den hier auch mal sehen. Ich pause ihn mal ganz kurz, sonst spinnt die Kamera so. Ja, sieht auch echt schön aus. Sieht jetzt so ein bisschen aus wie eine Sichel, der Kopf. Die Farbe sieht richtig hübsch aus von dem Skin. Ja, die können sich auch am Flügel picken. Der Skin sieht ja auch cool aus. So ein Rot. Der hat auch was. Oh, jetzt landen die hier alle zum Fressen. Gucken wir uns mal an. Vielleicht kriegen wir dann auch die Animation, wo die zusammen essen. Oh, der hat ihn den geklaut sogar. Sehr coole Animation. Sowas mag ich immer. Einfach den Fisch aus dem Mund gerissen. Da hat er was getrunken. Oh, war das lautes Geräusch. Der hätte es nicht geschafft. Aber irgendwo ist ein Loch ins Aviarium gekommen. Der geht jetzt hoffentlich auch gleich auf die Gäste los. Das würde ich gern sehen. Ach, genau im Wald, wo wir es nicht sehen. Ja, perfekt. Danke für nichts. Da kommt er geflogen. Fies. Schön mit dem Schnabel hinten reingebohrt. Und dann einmal gezielt ins Genick gepickt. Und auch hier schauen wir nochmal auf die Skins. Die sind wieder sehr, sehr farbenfroh. Boah, der ist wirklich hübsch. Der Barbaridactylus. Und ja, Leute, das sind die vier neuen Dinosaurier, Flugsaurier und Wassersaurier aus dem neuen Späte Kreidezeit-DLC. Ich hoffe, diese kurze Vorstellung von den vier hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.